Da sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg 402 mit Reiko Schmidt. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Was macht man nach getaner Arbeit, wenn man viel geleistet hat? Ja, man geht vielleicht noch in ein kleines Café. Ja, Café-Bar kann man das Ding nennen. Es nennt sich Amphore, befindet sich in Hamburg in der Nähe der berühmten Hafenstraße. Für alle die, die nicht aus Hamburg kommen, bei denen müsste eigentlich bei dem Begriff Hafenstraße doch so ein bisschen Erinnerung aufgehen. Vielleicht hat es der ein oder andere auch wirklich noch im Kopf. Die Hafenstraße, die berühmt-berüchtigte Straße, befindet sich in bester Lage Hamburgs, die mit direktem Blick auf die Elbe, zu Blum und Voss rüber, dieser berühmten großen Werft. Und in der Hafenstraße gibt es Häuser, die einer Wohnungsgenossenschaft gehören und die sollten top saniert und zum Teil veräußert werden. Das alles war schon 1985 und in Hamburg gibt es eine doch recht starke linke Szene, die sich dieser Kommerzialisierung vehement in den Weg gestellt haben. Ich will jetzt nicht davon anfangen, von besetzten Häusern und brennenden Barrikaden. Auf jeden Fall haben es die Bewohner geschafft, die Hafenstraße doch in Grundzügen zu erhalten. Es kommen dann noch ein paar andere Fakten dazu. Es gibt in diesem Gebiet, Bernhard-Nocht-Straße, die ist parallel zur Hafenstraße, ein Stück weiter oben, auch ein paar Sozialwohnungen. Das ist also ein relativ hohes Gebäude, eine Art Hochhaus könnte man schon sagen. Und die Sozialwohnungsbewohner haben eine wunderbare Aussicht auf den Hamburger Hafen, was nicht nur für Freudenschreie sorgt, denn es gibt auch Leute, zu denen ich vielleicht auch manchmal gehöre, die sich wirklich rund um die Uhr fast abarbeiten, fleißig arbeiten und sich keine Wohnung in so einer guten Lage leisten können. Denn auf dem freien Wohnungsmarkt sind solche Wohnungen unbezahlbar, wo man wirklich direkt auf den Hafen runterguckt. Und wenn man dann weiß, Leute, die vielleicht gar nicht arbeiten, ja, die wohnen da in einer Top-Lage, manchmal ist das nicht so einfach zu verstehen. Aber in dieser Gegend, Hafenstraße, Hafen, alles in relativer Nähe auch des Fischmarktes, gibt es noch ein ganz interessantes Projekt, das Park-Fiction-Projekt. Das bedeutet Folgendes. Die guten Stellen, die schönsten Filetstücke hamburgischen Bodens, möchte ich es mal sagen, sind natürlich auch generell in der Gefahr, von der Stadt an private Investoren verkauft zu werden, die an so eine Stelle dann irgendeinen Büroturm oder irgendein anderes profitables Gebäude stellen. Nur, wenn das so weitergeht, gibt es in Hamburg bald keine schönen Flächen mehr, weil überall alles verkauft wird. Die Stadt verscherbelt ja den letzten Quadratmeter. Und gerade an dieser Stelle, also in der Nähe der Amphore, wo ich heute sogar zweimal war, einmal in der Mittagspause mit Herrn Stoiber und einmal mit einem Freund am Abend, also Mittagessen und Abendessen, in derselben Kneipe mit herrlichem Ausblick, da schräg gegenüber ist nämlich das Park-Fiction-Projekt. An dieser Stelle haben sich die Bewohner und Künstler zusammengeschlossen und haben gesagt, nein, während die Stadt eine Planung verfolgt, dass dieses Grundstück bebaut werden soll, machen wir einfach eine Parallelplanung und planen an dieser Stelle, auf diesem Stückchen Grünfläche, einen Park. Und es klingt fast wie ein Märchen. Künstler haben sich der Aktion angeschlossen, haben ihre Medienmacht genutzt und haben dieses Park-Fiction-Projekt 2002 auf der 11. Documenta in Kassel vorgestellt, haben so eine Resonanz erzeugt, dass die Stadt quasi gar nicht mehr anders konnte. Und diese kleine Utopie hat sich in einen real existierenden Park entwickelt. Könnt ihr euch anschauen, wenn ihr aus Hamburg seid, kennt ihr es vielleicht auch nicht unbedingt, weil ich kenne viele Hamburger, die von Park Fiction noch nie etwas gehört haben. Also fahrt einfach in die Bernhard-Nocht-Straße, da wo auch das Tropeninstitut ist, stellt euer Auto ab und lauft einfach Richtung Altona, da macht die Straße am Ende so einen Knick an dem Kreisel und da ist Park Fiction. Sollte man gesehen haben, ist ein bisschen ungewöhnlich von der Gestaltung. Da sind so Liegen eingebaut und kleine, wie eine Art Bootsstege, wo man sich drauf legen kann, einfach mittags in die Sonne knallen und lauter
künstliche Palmen, aber sie sind so künstlich, damit man es auch sofort sieht. Es gibt ja auch Palmennachbildungen, die fast echt aussehen. Das war nicht der Anspruch, sondern diese Palmen sind wirklich so richtig mechanische Palmen, aber gut geworden. Muss man sagen, muss man vielleicht gesehen haben. Ihr könnt ja auch einfach mal zu Wikipedia gehen, www.wikipedia.de und gebt Park Fiction in zwei Wörtern ein und informiert euch auch über die Geschichte um dieses Projekt herum. Schön, dass manchmal solche fast utopisch anmutenden Projekte doch noch Realität werden. Ja, und am Ende des Tages dann kommt man zu Hause an, so ist es mir vor wenigen Minuten ergangen, und ich habe mein neues Auto heute noch so ein bisschen untersucht, nachdem ich es schon geparkt hatte. Ich habe es nämlich zugemacht und brauchte dann noch was aus dem Kofferraum und habe dann vergessen drauf zu drücken und ziehe und der Kofferraum geht auf, obwohl ich das Auto verriegelt hatte. Und dann dachte ich, was ist denn jetzt los? Und dann kam ich so ein bisschen ins Experimentieren. Das Ende vom Lied ist, bei meinem neuen Auto muss man den Zündschlüssel nicht mehr betätigen, drücken. Fernbedienung, alles braucht man nicht. Man muss in seiner Hosentasche den BMW-Schlüssel einfach nur einstecken haben, geht zu seinem Auto, fasst an die Tür, zieht den Türgriff und die Tür geht auf, setzt sich rein, drückt auf den Startknopf und kann losfahren. Man muss den Zündschlüssel nicht mehr als Fernbedienung nutzen, um zu drücken, dass die Tür aufgeht. Man muss ihn in kein Schloss stecken, auch nicht in diesen typischen BMW-Schlitz. Man muss ihn einfach nur in der Hosentasche stecken haben. Ist das geil oder ist das eigentlich total bescheuert, weil es degradiert uns Menschen ja letzten Endes, weil die Technik alles für uns erledigt. Wie findet ihr diese Entwicklung? Ja, trägt es eigentlich zur Degeneration bei oder ist es einfach ein tolles, geiles Komfortmerkmal, dass man sagt, der aktuelle Stand der Technik erlaubt es uns, solche Spielereien einzubauen, dass man den Autoschlüssel nicht mehr braucht. Man geht einfach nur noch zu seinem Auto hin, das Auto erkennt, dass der Schlüssel sich nähert, man steigt ein, drückt drauf, fährt los. Eure Meinung dazu interessiert mich. www.nachtzugnachhamburg.de, falls ihr einen Kommentar schreiben wollt, oder nachtzug@e-mail.de, falls ihr mir eine Mail schreiben wollt. Ihr könnt mir auch auf den Nachtrufbeantworter sprechen. 040 600 201 554. Und könnt mir natürlich auch mitteilen, wenn ihr auch solche technischen Entwicklungen kennt, wo die Grenze zwischen Komfort und Übertriebenheit fast schon überschritten ist. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sage Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und dann hören wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Euer Reiko. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.